Hallo und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Bei mir geht es um vedische Astrologie und ich möchte euch heute einmal erklären, was das Besondere an der vedischen Astrologie ist. Die vedische Astrologie ist erst einmal eine Form der Astrologie. Sie wurde vor ca. 5000 Jahren in Indien durch heilige Seher, den sogenannten Rishis, übermittelt. Und heutzutage spielt die vedische Astrologie in Indien noch eine sehr große Rolle, auch im Alltag. Sie ist nämlich Teil der heiligen hinduistischen Schriften und damit fest in der Kultur verankert. Und diese heiligen hinduistischen Schriften, die sogenannten Veden, die haben zum Ziel, dem Mensch zur Selbsterkenntnis zu verhelfen. Und die Astrologie ist eben ein Mittel dafür. Ich kann mit der vedischen Astrologie sehr gut erklären, warum ein Mensch inkarniert ist, was seine Aufgabe im Leben ist und was er zum Beispiel noch lernen muss. Außerdem erlaubt es die vedische Astrologie, sehr genaue Prognosen für die Zukunft zu machen, denn es gibt in der vedischen Astrologie Instrumente, die es so in der westlichen oder in anderen Astrologien nicht gibt. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen, wie die vedische Astrologie arbeitet. Und zunächst einmal wird euch auffallen, wenn ihr euer vedisches Horoskop in den Händen haltet, dass die Planeten wahrscheinlich in anderen Zeichen stehen als in der westlichen Astrologie. Und das hat einfach zum Hintergrund, dass die vedische Astrologie die Planetenstände anders berechnet. In der westlichen Astrologie beginnt das Tierkreiszeichen Widder immer am 21. März zum Frühlingsanfang. Und in der vedischen Astrologie hat man nicht so einen fixen Startpunkt, sondern man schaut in den Himmel, wann sich ein Sternenbild zeigt. Und das ist nicht immer gleich, denn die Erde, die wabbelt ein bisschen und verschiebt sich alle 72 Jahre Richtung Osten um einen Grad. Und weil die Astrologie ja schon ein paar Jahre alt ist, haben wir inzwischen eine Differenz von ungefähr 24 Grad zwischen der Berechnung in der westlichen Astrologie und in der vedischen Astrologie. Das heißt, wenn ihr euer Horoskop in den Händen haltet und in der westlichen Astrologie ist eure Sonne im Steinbock, dann kann sie in der vedischen Astrologie im Schützen sein, also ein Zeichen davor. Und das gilt auch für alle anderen Planeten. Und damit verändert sich natürlich auch die Interpretation und die Aussage, die ich treffe. Der nächste Punkt sind die sogenannten Unterhoroskope. Ich kann in der vedischen Astrologie für alle möglichen Themen eigene Horoskope anfertigen. Wenn ihr mir jetzt eine Frage zum Thema Ehe oder Liebe stellt, dann kann ich ein spezielles Horoskop dafür anfertigen und die Aussage kombinieren mit der Aussage zur Liebe im Geburtshoroskop. Und damit kriege ich eine viel genauere Aussage, einen viel genaueren Einblick, als wenn ich nur das Geburtshoroskop habe. Und diese Unterhoroskope, die gibt es für alle möglichen Themen, für Kinder, für Kreativität, für die Karriere, für die Eltern. Ja, und somit kann ich eben in verschiedene Themenbereiche genauer reingucken. Der nächste Punkt sind die sogenannten Nakshatras. Wenn man die Planetenstände berechnet, dann bekommt man immer auch eine Gradzahl dazu. Ein Zeichen hat immer 30 Grad und ich sehe in der Berechnung, bei wie viel Grad der Planet genau steht. Ob er bei 15 Grad Jungfrau steht oder bei 25 Grad Jungfrau. Das ist auch in der westlichen Astrologie so. Das Besondere in der vedischen Astrologie ist aber, dass diese Gradzahlen nochmal in 27 Abschnitte eingeteilt werden. Und jeder Abschnitt hat nochmal einen speziellen Charakter. Wenn zum Beispiel eure Venus bei 25 Grad im Steinbock steht, dann weiß ich, dass dieser Gradabschnitt im Nakshatra Dhanishta liegt. Und Dhanishta steht für Reichtum. Man sagt, es ist der Reichste. Und wenn die Venus in diesem Abschnitt steht, dann kann es mir zum Beispiel verraten, weil Venus die Liebe symbolisiert, dass man durch die Liebe reich wird oder einen reichen Ehemann heiratet
oder dass man selber vielleicht Reichtum genießen kann. Wenn Venus zum Beispiel auch das Karrierehaus symbolisiert, dann kann ich durch meine Karriere Reichtum erwerben. Das sind so die kleinen feinen Tricks, die man in der vedischen Astrologie hat, um die Aussagen noch genauer machen zu können. Das nächste wären die sogenannten Dashas, die Zeitabschnitte. Die vedische Astrologie hat ein System entwickelt, das verrät, zu welchem Zeitpunkt bestimmte Planeten besonders aktiv sind. In der Regel schaut man sich zwei Planeten an, die in einer Zeitspanne von ein paar Monaten bis hin zu ein paar Jahren besonders aktiv sind. Und dieses System kann zusätzlich zu dem Transit, also zu den laufenden Planetenständen, nochmal sehr genaue Aussagen liefern, wie sich ein Aspekt von einem Planet, der aktuell am Himmel passiert, auf mein Leben konkret auswirkt. Und dieses Zeitsystem gibt es in der westlichen Astrologie nicht, sondern da arbeitet man eben nur mit den laufenden Planetenständen. Und der letzte Punkt sind die sogenannten Yogas. Es gibt eine Sammlung in der vedischen Astrologie von Planetenkombinationen. Zum Beispiel, wenn Mars zusammen mit dem Mond steht oder Mars und Mond sich gegenseitig aspektieren, also anschauen, dann verrät es mir als vedische Astrologin, dass dieser Mensch wahrscheinlich reich werden wird oder zumindest niemals finanzielle Schwierigkeiten haben wird. Oder wenn Mars mit Saturn zusammensteht, dann zeigt es mir, dass in diesem Lebensbereich, wo diese Kombination stattfindet, wahrscheinlich mit Frust und Blockaden zu rechnen ist. Oder wenn der Mond alleine steht, wenn vor dem Mond und hinter dem Mond keine Planeten stehen, keine anderen Planeten, dann fühlt sich der Mensch wahrscheinlich ausgeschlossen oder einsam. Der Mond hat es immer ganz gerne, wenn er von anderen Planeten begleitet wird. Und das sind so kleine, aber feine Tricks, die eben sehr genaue Aussagen in der vedischen Astrologie erlauben. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie euer Horoskop aussieht, dann geht auf meine Website. Dort kann man kostenlos ein vedisches Horoskop oder euer vedisches Horoskop kreieren, indem ihr eure Geburtsdaten eingebt. Und natürlich könnt ihr bei mir auch eine individuelle Horoskopanalyse buchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Like und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Tschüss!